Erwin Angerer, freiheitlicher Abgeordneter, Bürgermeister von Mühldorf in Kärnten. Danke, Herr Präsident, Herr Finanzminister, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren und vor allem geschätzte Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen und Gemeindemandatare. In den Punkten 1 bis 6 reden wir heute wieder über Hilfspakete im Zuge der Covid-19-Krise und unter anderem über ein Kommunalinvestitionspaket, das wir seit Wochen gefordert haben mit mehreren Anträgen, wir Freiheitlichen hier im Parlament und was jetzt umgesetzt wird. Vielleicht vorausgeschickt ein paar allgemeine Sätze zu Gemeinden. Also wir haben in Österreich Steuereinnahmen von rund 130 Milliarden Euro, die sich aufteilen auf circa 2/3 auf den Bund, 22% gehen circa in die Länder und 11% davon in die Gemeinden. Die Gemeinden sind die einzige Gebietskörperschaft, die mit diesem Geld seit Jahren auskommt. Der Bund war das seit 65 Jahren letztmals erstmalig wieder, dass er mit dem Geld, das er zur Verfügung gestellt bekommen hat, von den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern ausgekommen ist. Die möchten auch noch ein paar Worte zum Antrag der NEOS sagen, die im Ausschuss einen Antrag gestellt haben, dass die Gemeinden mehr Transparenz unterliegen sollten, intransparent sind. Und sie fordern in diesem, oder sie schreiben in ihrem Antrag, das BMF muss dafür Sorge tragen, dass die Vergabe von Geldern nicht im stillen Kämmerlein stattfindet. Frau Kollegin Doppelbauer und liebe Kolleginnen von den NEOS, das mit dem stillen Kämmerlein war aber anders. Das war in Brüssel, das hat der Herr Martin Schulz einmal erwähnt, dort werden Milliarden im stillen Kämmerchen verschoben und nicht in den österreichischen Gemeinden. Also da sollte man in diese Richtung einmal nachdenken. Und das ist eben der Zentralismus, den Sie fordern. Also Brüssel ist noch keine Gemeinde Österreichs. Wenn es so weit kommen sollte, dann müssen wir über diesen Antrag nachdenken. Und dann noch vielleicht ein Wort zu den 15 Milliarden, die den Gemeinden von diesen 130 Milliarden zur Verfügung stellen, damit man einen Vergleich hat. Diese 15 Milliarden sind das Gesamtbudget der österreichischen Gemeinden. Circa 2000 Gemeinden haben dieses Gesamtbudget von 15 Milliarden. Gleich viel haben Sie mit der Regierung, die Grünen und die Schwarzen in die Kofak geschoben. Da entscheiden jetzt zwei Vorstände mit ihrem Aufsichtsrat über 15 Milliarden Euro über das gleiche Budget, über das alle österreichischen Gemeinden verfügen. Und ohne Kontrolle, völliger Entzug der Kontrolle aus dem Parlament, die entscheiden frei und vergeben 15 Milliarden Euro. Das ist wirklich bedenklich. Jetzt vielleicht zu dem Thema interkommunaler oder kommunales Investitionsgesetz. Wie wir gesagt haben, also wir haben es gefordert seit Wochen, nur leider wie bei allen anderen Hilfspaketen hat man es wieder so verkompliziert und Vorgaben festgelegt. Wir haben mittlerweile 18 Punkte in dem Programm, für welche Investitionen dieses Geld verwendet werden darf in den einzelnen Gemeinden. Und da sind Punkte dabei, wo ich mir wirklich die Frage stelle, was hat das mit Investitionen zu tun? Also wenn ich jetzt lese, Sommerferien zu finanzieren, mit maximal 3% von dem Geld, das der Gemeinde zusteht, dann weiß ich nicht, was das der Wirtschaft helfen soll. Was ist das für eine Investition? Und was ist das für ein Verhältnis? Also wir zahlen in unserem Kindergarten jedes Jahr 100.000 Euro dazu, in einer kleinen Gemeinde. Wir bekommen jetzt aus dem Investitionspaket 100.000 Euro. Jetzt könnt ihr 3.000 Euro für die Sommerbetreuung für die Kindergärten verwenden. Also völliger Schwachsinn, sinnlos, wird auch nicht passieren, wird auch nicht eingesetzt werden, wird keinen Betreuungsplatz schaffen, wird also keine Wirkung zielen in der Wirtschaft. Und man hätte das Ganze mit einem einzigen Punkt festlegen können, nämlich, dass man den Gemeinden ermöglicht, dass sie einfach gemeindeeigene Infrastruktur ausbauen können, finanzieren können damit. Damit wäre alles gesagt gewesen. Jetzt hat man sich Gott sei Dank darauf geeinigt, dass man Straßen sanieren darf. Ich habe schon im Ausschuss gesagt, sanieren allein, ja, ist ein wichtiger Punkt, weil ja jede Gemeinde und vor allem der Bürgermeister auch in der Haftung steht, was den Erhalt der Straßen betrifft. Aber warum der Neubau nicht? Also wenn ich heute schon sage, ich kann einen Wohnbau schaffen, dann ist es oft so, wenn wir mit Wohnbaugenossenschaften zusammenarbeiten, dass die Wohnbaugenossenschaft den Wohnbau errichtet und die Gemeinde die Aufschließung macht und die öffentliche Straße baut. Das darf ich jetzt wieder nicht mit dem Investitionspaket. Ich habe schon zu den Grünen gesagt im Ausschuss, ich habe auch noch kein Elektroauto fliegen gesehen. Also warum man gegen Straßen ist, weiß ich nicht. Also dass man heute generell einmal das grundsätzlich als böse findet, eine Straße zu errichten, kann ich nicht nachvollziehen. Und deshalb
noch einmal einen Abänderungsantrag, um das auch noch besser zu ermöglichen, dass das Geld wirklich dort ankommt, Herr Kollege Wöginger. Sitzt ja selber in einer Gemeinde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das Geld ankommt und dass es direkt in die Wirtschaft geht in weiterer Folge und in Projekte investiert wird. Und das muss man so aufmachen, dass es funktioniert. Und deshalb stelle ich noch einmal einen Abänderungsantrag, jetzt als Ergänzung zu den 18 Punkten, die ihr schon in euren Antrags habt. Der Antrag 542a der Abgeordneten August Wöginger, Sigrid Maurer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Bundesgesetz zur Unterstützung von kommunalen Investitionen 2020, Kommunalinvestitionsgesetz 2020, KIGA, KIG 2020 in der Fassung des Ausschusses 226 der Beilagen wird wie folgt geändert. Im Absatz Paragraph 2, Absatz 2 lautet die Ziffer 15, Neubau, Verlegung, Instandhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen. Im Paragraph 2 Absatz 2 werden nach Ziffer 15 folgende Ziffer 16 und 17 angefügt. 16 Errichtung und Instandhaltung, Sanierung gemeindeeigener und touristischer Infrastruktur und 17 Maßnahmen zum Erhalt der Nahversorgung. Ich glaube, auch die Nahversorgung ist ein wesentlicher Punkt in den Gemeinden und hier müssen viele Gemeinden investieren und das sollte man dementsprechend erweitern. Wollte ich auch keinen Strein aus der Krone, wenn ihr wollt, dass das Geld dort ankommt in den Gemeinden, sollte man diesem Antrag zustimmen. Und dann noch ein weiterer Punkt, den ich auch schon angesprochen habe im Ausschuss. Auch ein konstruktiver Vorschlag von uns, ist gar keine Kritik, ich will es nur einfach noch einmal sagen und weiß, viele Bürgermeister wissen, wovon ich spreche, das ist die Liquidität der Gemeinden. Wir müssen den Gemeinden die Liquidität zur Verfügung stellen, damit sie diese Investitionen auch tätigen können. Und da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Also ein Ansatz ist, dass man eben die Möglichkeit gibt, dass sie zumindest Kredite aufnehmen können. Diese Möglichkeit hat man vielen Gemeinden genommen, indem man die Haftungsobergrenze heruntergesetzt hat auf 75% der ordentlichen Einnahmen. Die war vorher auf 120%. Das ist 2016, 2017 passiert unter SPÖ-Regierung. Und das sollte man wieder zumindest für die Zeit der Krise aufmachen. Und ich stelle daher auch hier einen Antrag. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Vereinbarung gemäß Artikel 15 BVG vom 16. August 2017 betreffend die Regulierung zur Haftungsobergrenze auszusetzen und den Berechnungsfaktor für Haftungsobergrenzen von Gemeinden zumindest bis zum 31.12.2022 wieder mit 120% festzulegen. Also es ist einfach wichtig, dass diese Liquidität gegeben ist. Ich mache euch noch einen Vorschlag oder eine Idee. Ansonsten könnte man vielleicht einen Ertragsanteile-Ausfallfonds einrichten, dass man den Gemeinden die Ertragsanteile über diesen Ausfallfonds zumindest zum Teil ersetzt, damit die Liquidität gegeben ist, damit sie ihre Hausaufgaben erledigen können, damit sie auch Investitionen tätigen können. Und in weiterer Folge werden wir sowieso alle müssen diese Schulden, die wir jetzt eingehen, zurückzahlen. Also völlig egal, ob es der Bund macht, ob es das Land macht oder die Gemeinden machen. Irgendwann wird es der Steuerzahler zahlen müssen. Aber wichtig ist, dass jetzt wieder Schwung in die Wirtschaft kommt, dass die Gemeinden investieren können. In diesem Sinne, weniger ist oft mehr. Und Herr Finanzminister, vielleicht sollten Sie weniger Regeln in Ihren ganzen Hilfspaketen erfinden, damit Sie dann auch in der Wirtschaft ankommen. Danke. Die FPÖ wünscht sich Nachbesserungen im Kommunalinvestitionsgesetz.